Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute nämlich wieder mit den Namespaces ein bisschen weiterarbeiten und zwar mit Variablen Namen sozusagen. Das kennt ihr zwar so ähnlich schon, wir haben es aber noch nicht mit einem Namespace gemacht, wir haben es noch nicht mit einer Klasse gemacht und es ist durchaus sinnvoll, sich das mal anzugucken und wir haben auch noch nicht die ganzen anderen Methoden gehabt. Das heißt, wir hatten zwar Get und Post hier oben in unserer Offer drin, aber wir hatten zum Beispiel noch keinen Put und noch keinen Delete. Und das sind natürlich auch HTTP-Methoden oder Operationen, die man hier sinnvollerweise verwenden kann. So, wir schreiben uns erstmal eine neue Klasse und zwar Product Item. Achtung, nicht Product nennen, Product ist vergeben. Das Ganze definieren wir auch wieder als Ressource, die wir zurückgeben können. Und hier drüber sagen wir jetzt, wir wollen hier rein routen, okay, wir machen es doch nicht klein, wir schieben das nach oben. Wir wollen hier rein routen mit dem namespace.root. Und zwar, wenn wir nicht über shop/products gehen, sondern über shop/. Und jetzt können wir hier angeben, was wir hier haben wollen, nämlich eine ID und zwar ein Integer, der eine ID angibt. Und damit könnt ihr jetzt, oh ja, ich sollte das Ganze vielleicht noch in Anführungsstriche setzen, sonst kriege ich natürlich Probleme hier. Und damit könnt ihr jetzt sozusagen sagen, hey, ich erwarte hier erstmal die URL Shop und dann die ID und dann kriege ich natürlich detaillierte Informationen zu meiner Ressource. Außerdem kann ich hier über kann ich angeben, zum Beispiel, wenn es nicht gefunden wurde, dann nehme ich nicht meine extra böse, es wurde nicht gefunden, Error-Händler-Funktion, die hier halt standardmäßig kommt, sondern ich gebe hier zurück, there is no product with this ID yet. Punkt. Das ist eine bessere Fehlermeldung, weil es macht ja durchaus Sinn, sowas anzugeben und man hat nicht diese generische Fehlermeldung. Ja, und jetzt kann ich hier natürlich weitermachen, ganz normal über def-get. Allerdings natürlich hier nicht, Achtung, und das ist jetzt wichtig, ich kriege hier nicht nur self rein, sondern ich kriege immer auch die ID rein, weil ich hier oben gesagt habe, ich kriege eine ID mit. Ja, genau. Und dann kann ich hier dasselbe auch machen mit Post logischerweise, aber ich kann auch Put verwenden, auch über self und ID. Und ich kann hier auch def-delete verwenden, was natürlich auch diesen CRUD-Operationen entspricht so ein bisschen über ID. Ja, und das ist natürlich auch wunderbar, damit könnt ihr auch super arbeiten. Wollte ich euch jetzt eigentlich nur ganz kurz zeigen, dass sowas existiert. Ihr könnt sogar über den Namespace verschiedene Routen hier angeben. Das heißt, ihr könnt hier sagen, add namespace.root shop/int:year und dann wieder /int:month. Dann kriegt ihr alle, von mir aus, alle Produkte, die innerhalb von diesem Jahr und von diesem Monat hier gesucht wurden, beziehungsweise eingetragen wurden oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Strategie. Da habt ihr zwei Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Entweder über die ID oder über das Erstellungsdatum. Und eine Sache will ich euch hier jetzt tatsächlich noch kurz zeigen. Ihr könnt nämlich über die Query, also über Product, das ist ja wirklich hier Product erbt von DB Model, das ist immer noch anmarkiert. Product erbt von DB Model und DB Model hat ja dieses Query, was wir hier schon verwendet haben. Das kann nicht nur paginaten, sondern das kann auch filtern. Das ist quasi wie wenn ihr eine Datenbank tatsächlich bei euch hättet. Und das heißt, ihr könnt hier einfach sagen, return, das wäre jetzt tatsächlich schon alles, was wir hier über get machen wollen, return product.query und Achtung, .filter, Filter, das ist quasi ein SQL where, product.id gleich ID, Punkt, ich will nur eins haben, also Punkt one. Das heißt, ich nehme das erste. Und das ist super praktisch, weil ich einfach damit sagen kann, hey, ich möchte hier ein Produkt haben, also ein
Teil der Klasse Produkt, was SQL Alchemy vollkommen automatisch für mich aus der Datenbank rauszieht, auch aufbaut und alles drum und dran. Ich filtere, also ich hole mir alles aus der Datenbank, ich filtere automatisch und habe am Ende nur die in der Hand, die dann auch wirklich diese Forderungen hier drin entsprechen. Und da wir nach einer ID filtern, was ja ein Primary Key ist, kann hier nur eins dabei rauskommen. Das heißt, ich sage hier, ich will nur eins davon haben. Das ist super hilfreich und damit habt ihr eigentlich so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, das war's jetzt, glaube ich, auch tatsächlich. Also das haben wir nicht implementiert hier. Und ich glaube, das war's jetzt auch tatsächlich erstmal von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns dann Swagger an. Swagger ist wirklich zum Definieren von eurer Schnittstelle, damit auch jeder sehen kann. Schön grafisch und muss ich sagen, ist ein super Tool. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.